Ah, mein lieben Freund, hier ist Robert Götz, Matuszewski, mit einem kleinen Sonderbericht auf den Sonntag. Also heute ist Sonntag, ein Sonderbericht, und da habe ich was ganz besonders Schönes für euch vorbereitet. Und zwar zuvorderst einen kleinen Videoclip, ganz kurz, nur ein paar Sekunden, wirklich nur ein paar Sekunden. Den versuche ich euch reinzuhalten mit Ton und Bild, und danach werde ich das für euch linkisch und zivilcouragelich einordnen. Wer noch nicht weiß, wer ich bin hier der Facility Manager, ich bin im Deutschen Bundestag, ich bin linksstaatlich und zivilcouragelich, ich bin auf dem linken Weg, ich bin gegen die böse AfD, ich bin gegen Assad, ich bin gegen Trump, ich bin gegen Wladimir Putin, Vlad, der Fehler. So, und ich bin für gegen CO2, ich bin natürlich für die Ampel, ich bin für die Regierung, ich bin für die Nichtrechten. Also Annalena Baerbock, Christian Lindner, Robert Habeck, Olaf Scholz, also die Unrechten. So, und ich freue mich immer wieder, dass wir gute Systemler keine im positivsten Sinne haben. Ja, die wissen, was sie zu tun haben, um an das Bundesverdienstkreuz ranzukommen, im positivsten Sinne. Ja, und einer hat hier gerade sein Bewerbungsgespräch abgegeben. Also er hat es gemacht, ja, es dauert nur 10 Sekunden, was ich euch zeige, aber ihr werdet begeistert sein. Und bei der Gelegenheit, wenn ihr diesen kleinen, aber feinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt machen. So, ich freue mich auch jetzt schon über euren Daumen hoch und über euren Kommentar. Und jetzt geht's los. Ich werde für euch einordnen. Ich finde ihn toll. Obacht, es geht los. Ich versuche es mal für euch zu machen. Geht los. Achtung. Die Corona-Pandemie und die Querdenker auf deutschen Straßen haben furchtbaren Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit offengelegt. So, wir müssen das nochmal hören, weil es so schön war. Ich habe das Ding übrigens bei mir auf Telegram hochgeschoben. Wenn ihr noch nicht auf Telegram seid, kommt auf Telegram. Der Link zu Telegram hängt hier drunter unter dem Video. Ich mache es jetzt nochmal von Telegram, weil da kann man das zweimal hintereinander zeigen. Schön, pass auf hier. Die Corona-Pandemie und die Querdenker auf deutschen Straßen haben furchtbaren Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit offengelegt. Die Corona-Pandemie und die Querdenker auf deutschen Straßen haben furchtbaren Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit offengelegt. So, Freunde, und an der Stelle fällt mir ein, ich hatte ja da in diesem einen neuen Buch Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, da gibt es ein Zwischenkapitel, ja. Und dieses Zwischenkapitel zeichnet sich dadurch aus, dass es Demokratie heißt. Nein, Demokratie, ja, Intermission 1, Demokratie, ja. Und da wird darüber gesprochen, hier. Ein Blick nach Deutschland in unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung dokumentiert, welche Werte die neue Demokratiedefinition dem Volk gebracht haben. Mehr als 1000 Tafeln, 1,9 Millionen Kinder in Armut, 3,2 Millionen Rentner in Armut, eine desolate Infrastruktur, Schulen, Universitäten und Landesverteidigung. Mehr als 250.000 Menschen, die hauptberuflich vom Flaschensammeln leben. 150 Milliarden Euro Investitionsstau bei kommunaler Infrastruktur laut Deutschem Städtetag. Ja, zeigen deutlich, dass im Namen der Demokratie das Volk die höchste Steuerlast der Welt zu tragen hat, derweil die Regierung das Land seit Jahrzehnten verkommen lässt, ist das demokratisch und im Sinne des Souveräns? Ja, natürlich, ja, man hat das sicher, walla, alhamdulillah. Und dann haben wir noch ein Zitat, wir müssen unsere Demokratie auch mit undemokratischen Mitteln gegen ihre Feinde verteidigen, weil sie es wert ist. Achtung, das letzte Zitat ist ein Zitat einer Staatsjournalistin. Ja, dann schreibt hier der Autor diese Geisteshaltung, dokumentiert das Verständnis der Majorität unserer Mainstream-Medienvertreter und Politiker in Bezug auf den Wert der zivilisierten, freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Der Begriff Demokratie stammt aus dem Griechischen und steht für Volksherrschaft. In einer Demokratie ist das Volk der Souverän. Das Volk ist die oberste Staatsgewalt und die politischen Entscheidungen werden durch die Mehrheitswillen des Volkes oder der Völker gefällt. In diesem Kontext darf der Frage nachgegangen werden, weshalb es die sogenannte demokratische Weltgemeinschaft nicht interessiert, wenn in einigen arabischen oder afrikanischen Ländern Homosexuelle ihrer Neigung wegen hingerichtet, Frauen zu Menschen zweiter Klasse degradiert und Kinder zur Arbeit gezwungen werden. Weshalb machen EU und USA beste Geschäfte mit lupenreinen Diktaturen, derweil sie Länder wie den Jemen, Afghanistan, Somalia, Syrien und Libyen mit der Behauptung, Demokratie zu bringen, ins Chaos stürzen. Die Prediger ihrer Demokratie, allen voran Amerikaner, Franzosen, Engländer und die Deutsche Linke sind auch diejenigen, die uns die Woke-Bewegung aufdrängen möchten. Diese sogenannten Erwachten blicken von ihrem hohen Ross zu den Völkern herab und diktieren deren demokratische Grundordnung. Mit der vollen Inbrunst moralischer Überlegenheit wird uns neben vielen anderen erklärt, weshalb wir nicht mehr Indianer, Zigeuner, Schwarzer oder gar Neger sagen dürfen. Dieselben Demokraten, die uns kleinen Kindern gleich ständig erziehen und belehren möchten und ihren Korridor des Sagbaren in einem Atemzug mit Meinungsfreiheit propagieren, sind direkt oder indirekt auch an der brutalen Ausbeutung unzähliger Länder beteiligt, die in ihrer selbstgefälligen Arroganz und Überheblichkeit ihresgleichen suchenden Politiker, Medienvertreter und Schreihälse der Antifa laden
tagtäglich mehr Schuld auf sich. Im Namen der Demokratie werden rohstoffreiche Länder wie Niger, Mali, Burkina Faso und viele andere ausgebeutet. Die Gold-, Öl-, Diamanten- und uranreichen Länder müssen dank geheimer Verträge all ihre Bodenschätze unter anderem an Frankreich abgeben, ohne dass die völlig verarmte Bevölkerung in diesen Ländern daran partizipiert. Niger ist mit mehr als 25% des Urans, welches die USA für ihre Atomkraftwerke benötigen, beteiligt. Ein großer Teil der französischen Kernkraftwerke könnte ebenfalls ohne den Rohstoff aus Niger nicht betrieben werden. Auch Deutschland profitiert direkt von dieser Abhängigkeit, da unser Land von den Stromlieferungen aus französischen Atomkraftwerken abhängig ist. Die Grünen, Linken, Christlich-Sozialen und die Sozialdemokraten in Deutschland erheben sich täglich unter Zuhilfenahme der Mainstream-Medien über Menschen, die nicht adäquat gendern, sich des Neusprechs nicht bedienen oder es wagen, statt People of Color Schwarzer oder gar Neger zu sagen. Dieselben Protagonisten interessiert es aber in Wirklichkeit einen Dreck, dass Schwarzafrika ausgebeutet wird und die Einheimischen in Not und Elend leben, derweil der demokratische Westen sich aller Bodenschätze bedient, ohne die Erzeugerländer angemessen zu bezahlen. Freunde, das ist Schwobelei, ja? Made in Germany, Deutschland im rechten Licht. Schwobelei, ja? Das ist eine direkte Kritik an unserer Regierung, ja? Und an der Woken und an den Linken. Gefällt mir gar nicht. Trotzdem könnt ihr das Buch bestellen unter www.claudiusfarbig.de. So, jetzt haben wir also diesen Herrn Dingens hier, den Herrn na, wie heißt er doch gleich hier? Habe Kerkeling, ja, Habe Kerkeling, der jetzt uns ganz klar gesagt hat, ja, die Querdenker, ja, das sind die wahren Antisemiten. Damals noch, Freunde, ja, böse Zungen sagen, haben wir jetzt nicht gerade irgendwie gesehen, jeden Tag Demonstration, wahre Antisemiten in Deutschland? Also sehen wir nicht gerade die Demonstration? Da ist aber kein Querdenker bei, Freunde. Das eine ist das eine, das andere ist das andere. Wenn Habe Kerkeling das sagt, der, bei seinem Bewerbungsgespräch für das Bundesverdienstkreuz. Böse Zungen sagen, wartet mal ab, ja? Der nächste Träger wird er sein. Ist wirklich wahr. Ihr werdet sehen, ja? Eine Hand wäscht die andere. Schmutzig genug sind sie ja. Ja. Der Dingens hat es ja auch bekommen. Wie heißt da hier der eine hier? Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow? Der hat es ja auch bekommen. Hat er doch bekommen, oder? Martina hat es ja auch bekommen, oder? Muss mal eben dahin. Mal eben nach aus Berlin. Der hat es ja auch bekommen, ja? Hat er doch bekommen, oder? Ist egal. Wenn nicht, kriegt das noch. Er hat es bekommen. Nein, er hat es bekommen. Zumindest hat er sich's verdient. Immerhin 5 Euro wert in China. Nein, wir produzieren jetzt wieder in Frankreich. Ja, Bundesverdienstkreuz wurde ja in China produziert für 5 Euro. Ja. So viel sind dann die Leute auch wert, die es bekommen. Ja, und jetzt 56, ja. Warum das, weiß ich auch nicht. Aber wir hatten einfach noch Steuergeld über, wir mussten rausgehauen werden, also haben wir gesagt, komm, wir stellen die Dinger jetzt wieder in Deutschland her. Weil Problem war, die meisten Bundesverdienstkreuze, die hergeschafft wurden, für die Systemlakaien im positivsten Sinne, die sind auf dem Transport schon zerbrochen, ja. Ja, ist nicht so wie meine Auszeichnung, die ich hier so kriege. Ich habe immer noch nicht meinen neuen Kittel bestückt. Ich weiß, seit einem Jahr rede ich davon. Er ist da, hier. Das ist mein neuer Kittel, ja. Aber ich hab so viel Orden, die da ran müssten. Ich weiß gar nicht, wann ich das machen soll. Aber egal, Freunde. Das war mein Sondervideo. Wie gesagt, wenn ihr mehr über Demokratie erfahren möchtet und über die wichtigsten deutschen Erfindungen, derer übrigens fast 130 in diesem Buch, über 270 Zitate, die wichtigsten Schauspieler, über 400, die wichtigsten Philosophen, Dichter, Denker, Komponisten und Schriftsteller, alle in diesem einen Buch. Made in Germany, Deutschland im rechten Licht, das Stolzbuch. Holt's euch. Ein schönes Geschenk für euch, für eure Lieben zu Weihnachten, zum Geburtstag. Wird auf Wunsch vom Autor auch gerne signiert. Gar keine Frage. Ja, macht er gern. Er macht's gerne. Ihr müsst es reinschreiben bei der Bestellung. So, das war der Werbeblock. Aber leider seid ihr dann auf dem rechten Weg. Und das wollen wir eigentlich nicht. Denn wir sind ja linkisch, linksstaatlich und zivilcouragelich. Und niemand redet so langsam wie ich. Freunde, ich hab euch lieb. Grüße von Bruno, Kevin, Jerome, meiner lieben Frau. Sie hat euch auch lieb, ja. Und wenn ihr gerade krank seid, nicht gut drauf seid, im Krankenhaus gar, dann ganz schnell Genesung, denn unsere große Gemeinde schickt euch jetzt gute Energie und wir bleiben standhaft, optimistisch, voller Tatkraft und wir halten zusammen. So, ist das ja. Ich habe hier einen Kommentar bekommen, muss ich kurz vorlesen, Freunde, ist wichtig. Geht schnell, ich habe ja vorhin Virtube gemacht, heute Virtube, langes Video, ja, über 20 Minuten. Und zwar habe ich einen Kommentar bekommen auf meinem YouTube-Hauptkanal, ist wirklich wahr. Muss ich euch vorlesen, der ist wichtig. Ich blätter mal ganz kurz hier eben. Wo ist er denn, der Kommentar? Hier. Haltet euch, wirklich war auf YouTube, hier. Von Soundbla weiter bla. Ja, bla. Schreibt wörtlich auf meinem YouTube-Hauptkanal. Gestern. Oder was vorgestern, ist egal. Also, Komma. Wenn es eine ausrottungswürdige Gruppe von Menschen gibt, dann nur die Gruppe, welche man die Deutschen nennt. Ich zitiere nur. Ja. Und genau für solche Leute ist dieses Buch geschrieben. Geht nämlich auch um die Deutschland hassenden Deutschen. In diesem Sinne, Freunde, nicht vergessen, Robert Götz Matuszewski ist gegen Trump, Assad, Putin und die böse AfD und hat euch lieb. Du auch, ne? Ja. Ja, wir haben euch lieb. Macht das gut, Freunde. Tschüss, Kinz. Jetzt knarren wir noch ein bisschen gegen Putin.
Machst du aus? Boah, Martinachen macht aus. Juhu. Halt, warte.